Jeder, der eine Katze hat, der weiß, dass das super lustige Lebewesen sind, die gerne mal Blödsinn anstellen oder Phantomen nachjagen. Und hier kommen Fun Facts rund um die Katze, die ihr garantiert noch nicht kanntet. Hey Leudis, ich bin Anni, zweifache Katzenmama von Emil und Pablo. Die stellen eine ganze Menge verrückte Dinge an. Und verrückte Fakten zum Thema Katze, die gibt's jetzt. Das Wort Naschkatze kennen wir ja bestimmt alle. Das ist ziemlich lustig, weil unsere Naschkatzen überhaupt nichts Süßes schmecken können. Ihnen fehlen dafür nämlich die notwendigen Rezeptoren auf der Zunge. Dass Menschen entweder Links- oder Rechtshänder sind, das ist bekannt. Aber wusstet ihr, dass das auch bei Katzen der Fall ist? Das Abgefahrene daran ist, dass das tatsächlich geschlechtsabhängig ist. Während Katzen häufig ihre rechte Pfote bevorzugen, ist es bei Katern die linke. Gibt's hier noch jemanden, der seiner Katze gerne beim Schlafen zuschaut? Und ist euch schon mal aufgefallen, dass sie dabei ihre Position wechseln? Das ist kein Zufall. Haben's Katzen etwas zu kalt, kullern sie sich gerne ein. Ist ihnen dagegen schön warm, strecken sie alle Viere von sich. Habt ihr eure Katze schon mal genau angeschaut und ist euch aufgefallen, dass dort etwas fehlt? Während wir Menschen 5 Zehen an unseren Füßen haben, haben die Katzen nur 4 an ihren Hinterpfoten. Der Zeh, der unserem großen Zeh entspricht, ist bei den Katzen nur noch als Überbleibsel am Skelett vorhanden. Und deswegen braucht ihr ihn gar nicht erst suchen, ihr findet ihn nämlich sowieso nicht. Wusstet ihr, dass man manchmal schon an der Fellfarbe erkennen kann, ob eine Katze Männlein oder Weiblein ist? Das ist zum Beispiel bei den Schildpattkatzen oder Glückskatzen der Fall. Denn diese sind nahezu immer weiblich. Es wird geschätzt, dass Katzen ganze 70% ihres Lebens verschlafen. Was ein Glück, dass sie 9 haben. Ich sag gute Nacht und bis bald. So ihr Lieben, das war die erste Staffel von Rund um die Katz. Mir hat total viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Falls ihr noch Themen für die zweite Staffel habt, schreibt's mir doch hier unten in die Kommentare. Ich würde mich total freuen, von euch zu lesen. Schön, dass ihr dabei wart.